Relationen. Um Relationen zu verstehen, benötigt man auch die Kenntnis der Mengenlehre. Eine Menge A sei definiert und in dieser Menge sollen stehen drei Elemente. 1, 2 und 3. Bei der Menge B, die ist definiert, in der soll stehen Stern und Raute, also zwei Elemente, ne? Es ist ja nicht zwingend erforderlich, dass in einer Menge Zahlen stehen, sondern es können ja alle möglichen Objekte in einer Menge stehen, ne? Hauptsache, sie sind unterscheidbar, ne? Also hier darf sich beispielsweise auf die Menge A bezogen nicht nochmal die 1, 2 oder 3 wiederholen, ne? Und bezogen auf die Menge B, hier darf sich nicht nochmal der Stern oder die Raute wiederholen, ne? Dann gibt es das sogenannte Kreuzprodukt auch bei den Mengen, ne? Also das ist jetzt was völlig anderes, wie wir es bei Vektoren kennengelernt haben. Das Kreuzprodukt bei Mengen gibt an, wie viele mögliche Kombinationen jetzt zwischen den Mengen möglich ist, ne? Wie viele geordnete Paare ich jetzt bezogen auf diese zwei Mengen bilden kann, ne? Ich kann das schnell übertragen. Ich kann die 1 mit dem Stern kombinieren, ne? Dann habe ich ein geordnetes Paar, ne? Ich kann die 1 aber auch mit der Raute kombinieren, ne? Ich kann aber die 2 auch mit dem Stern, die 2 mit der Raute, die 3 mit dem Stern und die 3 mit der Raute kombinieren. Ne? Jetzt passt mein Schweifklammer nicht mehr so ganz hin, aber man sieht, auf was ich hinaus will. Ne? Gut, jetzt wenn man eine Relation bilden möchte, dann entspricht es eben einer Teilmenge aus diesem Kreuzprodukt. Ne? Ich könnte jetzt beispielsweise dieses geordnete Paar 1 Stern herausnehmen und hätte eine Relation erstellt zwischen zwei Objekten, nämlich der 1 und dem Stern. Ne? Und das ist ja wohl eine Teilmenge aus diesem Mengenkreuzprodukt. Ne? So kann man sich das vorstellen. Ne? Wenn man das Kreuzprodukt von Mengen nicht sofort, wenn da mehrere Mengen drin stehen, also mehrere Elemente meine ich, in diesen zwei Mengen drin stehen, dann kann man sich eine sogenannte Tabelle auch anfertigen, ne? Eine Tabelle. In den oberen Spalten stehen meinetwegen die Elemente der Menge A und analog in diesen Seiten meine Elemente der Menge B drin, ne? Und dann kann ich ja in den Feldern immer wie bei einem Schachbrett meine möglichen Kombinationen übertragen. Ne? Hier wäre 1 Stern, hier wäre 2 Stern, hier wäre 3 Stern. In dieser Zeile hier wäre 1 Raute, 2 Raute und 3 Raute. Ne? Man schaut sich die Spalte an, dann die Zeile und dieses Schachbrett. Viereck und überträgt einfach diese mögliche Kombination. Ne, dann hat man auch die 1, 2, 3, 4, 5, 6 möglichen Double, ne, die hier gebildet werden können, gefunden. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, erinnert ein wenig an an die Tafel, so eine Art Vierfeldertafel der Wahrscheinlichkeitsrechnung hat aber damit nichts zu tun. Ne? Gut. Relation. Der größte Unterschied von der Relation zu Funktionen ist ja dieser hier. Ich habe eine Definitionsmenge. Da sind meine x drin. Ne? X, 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 ne? Und dann habe ich eine Wertemenge oder auch Zielmenge genannt, ne? Und da sind meine y drin, ne? Und bei Funktionen ist es ja so, da muss alles von der Definitionsmenge hier
abgebildet werden können, ne? Und da ist aber auch das hier erlaubt, ne? Bei der Funktion, ne? Also von zwei unterschiedlichen x kann ein y getroffen werden, ne? Und meinetwegen das hier, machen wir noch ein x rein, das hier, ne? Also diese Situation, die ich hier umkreist habe, wäre ja einfach die Situation beispielsweise einer Normalparabel, ne? Hier hätte ich meinetwegen 2, hier hätte ich meinetwegen grob minus 2, ne? Wenn ich hier hochmarschiere gedanklich, ne? Und rüber auf meine y-Achse, ne? Dann habe ich ja hier jeweils den gleichen Funktionswert 4, ne? Also dieses y meinetwegen auf dieses Beispiel der Parabel jetzt bezogen, wäre hier mein y die 4. Das wäre meinetwegen mein x meine minus 2 und das wäre meine 2, ne? Die Situation wäre erlaubt, ne? Was nicht erlaubt wäre bei Funktionen, wäre ja das hier, ne? Dass von einem einzigen x, ne, beispielsweise zwei unterschiedliche y angesteuert werden, ne? Das ist verboten bei Funktionen, ne? Das ist der relevante Unterschied zu den Relationen, da ist es nämlich erlaubt, ne? Das bekannteste Beispiel wäre ja diese gekippte Parabel. Dazu kommen wir dann gleich noch. Es ist Fasching und Damenwahl. Also die Dame fordert den Mann zum Tanzen auf oder auch nicht auf. Es ist schon früh am Morgen. Die letzte Damenwahl steht bevor. Es befinden sich nicht mehr viele Damen auf dieser Feier. Vier Damen meinetwegen und vier Herren befinden sich noch auf dieser Feier. Der Veranstalter hat sich für die Damenwahl was Besonderes ausgedacht. Er hat in einer Lostrommel Quadratzahlen hinterlegt, Kugeln mit Quadratzahlen, die wurden von diesen Damen gezogen. Meinetwegen repräsentativ jetzt die Kugel mit der Nummer 16 wurde von dieser Dame gezogen. Daraufhin heftete sich diese Dame die Nummer 16 an ihre Kleidung. Die Männer erhielten im Vorfeld eine entsprechende Auswahlmöglichkeit, nämlich die Grundzahlen zu ziehen, ne, von diesen entsprechenden Quadratzahlen. Meinetwegen die Nummer 4 ist die Grundzahl. Wenn ich die ins Quadrat erhebe, dann habe ich meine Dame mit der Nummer 16, ne, nämlich die Quadratzahl 16, erhalten. Somit hat sich ein System eingestellt, bezogen auf die Damenwahl, und am frühen Morgen, wie es der Zufall so will, sind eben die Damen mit der Nummer 16, mit der Nummer 9, mit der Nummer 4 und mit der Nummer 1 verblieben, ne? Entsprechend die passenden Grundzahlen, wie es der Zufall so will, die Nummer 4, 3, 2 und 1, ne, sind noch auf dieser Feier, ne? Somit kann man eine Relation zwischen den Damen und den Männern herstellen, ne? Wir haben eine Definitionsmenge, ja, sprich die Damen, ne? 1, 4, die Dame 9 und die Dame 16, ne? Entsprechend eine Wertemenge, die Damen wählen ja die Männer aus, ne? Somit entspricht unser y dem Mann, ne? Also 1, 2, 3 und 4, ne? Jetzt kann man eine Relation herstellen, das ist ja eine Teilmenge dieses kartesischen Produkts oder auch Kreuzprodukt der Mengen genannt. Und diese Relation ist doch jetzt nichts anderes als die Menge der geordneten Double, nämlich die Menge der möglichen Tanzpaare mit der Einschränkung aber y² gleich x, ne? Also für dieses x in meinem Double gilt diese Einschränkung hier, ne? Mein x darf y² sein oder muss xy² sein, ne? Was es damit auf sich hat, naja, die Dame
Da es sich ja um den frühen Morgen handelt, jeder ist in Aufbruchsstimmung, möchte diese Feier sozusagen verlassen, ist müde. Also kann die Dame diesen Mann entsprechend wählen oder auch nicht wählen. Und dieses Nichtwählen berücksichtigen wir hier mit dem Minus vor der Grundzahl. Ne? Also die Minus 3 steht repräsentativ für die Nichtwahl des Mannes mit der Nummer 3, mit der Grundzahl 3. Ne? Gut. Also können wir Double bilden, ne? Indem wir berücksichtigen, dass der Mann auch nicht gewählt werden kann. Ne? Das muss jetzt auch noch mit rein, ne? In unsere Wertemenge. Ne? Die Wertemenge bis hier wäre ja nur die Bedingung, dass die Dame den Mann auf jeden Fall wählt, ne? Aber wir lassen ihr die Entscheidung, dass sie ihn auch nicht wählen kann, ne? Deswegen müssen wir diese negativen Zahlen jetzt mit einbinden, ne? Das kann man dann verkürzt die Wertemenge auch so darstellen, fällt mir gerade auf. Die Wertemenge ist dann nichts anderes als die Menge von minus 4 kleiner gleich x und x kleiner gleich 4, ne? Abgekürzt, ne? Das sind zwei völlig identische Schreibweisen. Wir können die obere lassen. Nur als Hinweis, man kann es auch abgekürzt formulieren. Gut. Also wäre jetzt beispielsweise das Double 16, ne? Und 4 möglich, ne? Aber auch 16 und minus 4 wäre möglich, ne? Denn wenn ich mein minus 4 für dieses y hier einsetze, da ist ja ein Quadrat anzuwenden drauf, dann habe ich doch meine 16, ne? Also eine wahre Aussage dieser Bedingung. Genauso dasselbe gilt mit meiner 4, ne? Ich habe eine wahre Aussage dieser Bedingung. Gut. Das kann man sich dann grafisch dann auch noch überlegen, wie das auszuschauen hat. Wir haben ein kartesisches Koordinatensystem mit der Berücksichtigung der Freihandskizze wieder mal. Nicht maßstabsgetreu. Ne? Wir wollen uns nur veranschaulichen, wie das ungefähr ausschauen kann. Ne? Also kein Maßstab wird hier eingehalten. Meinetwegen hier die 1, ne? Die Dame 1. Dann haben wir, gehen wir hoch, zum Beispiel, ne? Hier stehen die Nummern von unseren Damen, die Dame 4, die Dame 9 und die Dame 16. Ne? Die müssen wir uns auf unsere X-Achse antragen. Ne? Dame, meinetwegen. 4, 9 und 16. Naja, das wird ein wenig. Wir kürzen es ab. Nicht maßstabsgetreu, wir kürzen das Ganze ab, ne? Weil 16, da müsste ich ja ewig jetzt hinten hinaus. 4. Dann hier ungefähr die 9, hier irgendwo die 16. Ne? Machen wir es ein wenig länger. Ne? Machen wir den Abstand dann größer zur 9, dass man andeutet, die Distanz 16 ist schon merklich weiter weg von dem Koordinatenursprung. Gut, und dann soll es auch gut sein. Ne? Also die 1 wird meine 1 wählen, ne? Oder nicht wählen. Ne? Also habe ich hier einen Punkt zu setzen. Meine 4, ne? Die wird die 2 wählen, ne? Oder nicht wählen. Ne? Meine 2, meine hier, meine minus 2 hier. Ne? Ich habe hier wieder einen Punkt zu setzen. Ne? Meine 9, die wird die 3 wählen. Ne? Hier, ne, Pi mal Daumen. Die wird die 3 wählen oder die 3 nicht wählen. Ne? Also die 3 tragen wir hier noch an, die ist ungefähr hier. Und dann ergibt sich folgende Darstellung. Ne? So Punkte im kartesischen Koordinatensystem. Ne? Unsere Double kann man hier noch angeben. Ne? Sind dann Element aus den ganzen Zahlen. Ne? Weil meine Double können ja auch auf y bezogen negativ werden. Ne? Gut, wir überlegen uns, ne, was passiert, wenn wir
R Kreuz R, also die Menge der reellen Zahlen auf der x-Achse mit der Menge der reellen Zahlen auf der y-Achse angeben, ne? Dieses Kreuzprodukt, ne? Also R Kreuz R, ne? Die Menge aller reellen Zahlen auf der x-Achse mit der Menge der aller reellen Zahlen auf der y-Achse kombinieren. Ne? Was erhält man dann? Ne, natürlich die Ebene. Ne? Alle möglichen Punkte, ne, werden durch dieses Mengenkreuzprodukt angesteuert. Ne? Ich konstruiere sozusagen das Blatt Papier, auf dem ich hier schreibe. Ne? Und wenn ich das auf meine Situation, gehen wir zurück, auf meine Damenwahl anwende, ne? Also die Situation würde nicht mehr der Damenwahl entsprechen, aber wenn ich das anwenden würde, ne, dann könnte ich auch das verbinden. Dieses Beispiel bezogen wäre jetzt durch dieses kartesische Produkt hier mit der Einschränkung y² gleich x, ne, anzutragen. Ne? Das würde sich dann so eine gekippte Parabel darstellen. Ja, weiter. Ja, für was es gut ist, vielleicht noch, oder wo es Verwendung findet, ist es in der Informatik auch, ne? Diese Relationen bei Datenbanken. Ne? Datenbanken, eine Programmiersprache wäre zum Beispiel SQL, ne? Meinetwegen Person, also Name, Person, Wohnort und die Postleitzahl. Ne? Dann steht diese Person in Relation zu diesen anderen Elementen, wenn man so will, Wohnort und Postleitzahl. Ne? Das wäre so eine Anwendung von diesen Relationen im Bereich der Informatik. Gut, damit beende ich dieses Video.